Was ich mich gerade frage, okay, der Roboter bleibt anscheinend hier. Da rein kann er nicht. Ich frage mich, ob der dann einen anderen Weg nach drüben findet oder nicht. Ich glaube nicht. Der war nur eine Eskorte, damit wir sicher hier ankommen. Okay, und das Wasser umschließt uns wieder und wir treten wieder ein in den Ozean und gehen zum echten Labor. Und es kommt eine coole Musik. Und leider laggt es wieder. Oh, hier hat wieder ein Loch gemacht. Dann gehen wir mal runter. Wow, hier liegt eine Alpha-Serie. Könnte ich sein. Der ist wohl gestorben, als er da runtergesprungen ist. Aber auch bei schlechten Grafikeinstellungen sehen die Alpha-Serien verdammt geil aus. Also, vom Grafischen her. Ihr seht da oben, dieser Punkt, das ist eine Überwachungskamera. Deswegen weiß Sinclair immer, was wir gerade machen und so. Was ist denn das? Irgendein Plattenspieler, so. Der macht die Musik also. Da kommen wir nur wieder rauf, aber da liegt, glaube ich, auch ein paar Sachen. Oder auch nicht. Zeige ich das trotzdem mal. Wow, was ist denn das? Ah, hier liegt Adam. Gut, dass ich hier raufgegangen bin. Aber was ist das? Irgendein Gerät. So, hier kommen wir jedenfalls wieder runter, dann sind wir wieder oben. Das ist nur, damit wir zu Fontaine Futuristics zurück können. Ja. Eigentlich ist das Gebäude ja voll hoch. Echt schade, dass wir nur in den ersten Stock können. Und wieder runter und... Oh, das war zu tief für mich. Okay. Hier ist eine Tankstation, aber was ist das? Brenngas. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Fill Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Oh. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Okay. Also, das ist ein Geheimgang. Gut, dass wir Sinclair auf unserer Seite haben. Auf unserer Seite. Kann man beides sagen, glaube ich. Sonst würden wir hier jetzt nicht mehr weiterkommen. Gut, also. Fluten ablassen. Okay. Wow, es ist dunkel hier. Gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Was sind das für Pflanzen? Ah, hypnotischer Polyp. Das können wir mit Telekinese aufsammeln. Das ist sowas, was wir da auch immer in der Hand haben. Können wir so ja, aufsammeln und auf andere schmeißen und dann wirkt das so wie hypnotisieren. So. Oh, Wärmesuche in den Raketen. Das ist sehr nützlich. Das erste Mal, dass wir die in diesem Spiel finden. Wow. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Okay, wir müssen wieder Licht machen, aber was ist dieses vor? Ist da Gil Alexander drin? Okay, ich würde sagen, wir schalten das Licht ein und ziehen erstmal nach. Oh, hier ist ein Zirkus der Werteautomat. Denken wir mal. Shit. Natürlich. Geht doch so. Und wir bekommen Alkohol. Für was habe ich das eigentlich gehackt? Für später, stimmt. Okay, oh, hier ist ein Lichtschalter. Also es gibt natürlich zwei Lichtschalter. Hat man doch in jedem Haushalt so, oder? Zwei Lichtschalter, um ein Licht anzuschalten. So. Nein, nicht. Kleine Babys. So, okay, Holding
Cells, aha. Schwere Niete. Ich sollte mit schwerer Niete kämpfen. Okay, wo, lasst uns den zweiten Lichtschalter suchen. Wow. Das ist aber eine ziemlich große Röhre. Und Pflanzen wachsen hier, oh mein Gott. Da ist wieder so ein hypnotischer Polyp. Bohrertreibstoff. Bohrertreibstoff, Maximum frei. Wärmesuchende Raketen und... Oh, ein Gerdersgarten. Und ein Audio-Tagebuch. Gilles Platz im Plan. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Ja, man sieht, was aus ihm geworden ist. So, okay. Da können wir noch nicht rein. Hier ist noch eine Medistation, die hackig, weil danach, glaube ich, viele Splicer kommen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, diesmal wirklich nicht, diesmal verarsche ich euch nicht. Aber ich hack sie mal zur Sicherheit. Ja, Hackpfeil endlich wieder mal. So. Okay, aber wo... Ah, da ist der Lichtschalter. Und noch ein Audio-Tagebuch. Lösung für X. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Oh, jetzt verstehe ich erst, warum Sophia Lambstein von Jack redet. Wenn, versteht ihr, wenn Gil Alexander das erklärt, verstehe ich sofort. Und zwar ist sie durch, weil Jack hatte keinen eigenen Willen. Und dadurch ist sie auf den Utopisten gekommen. Weil der, wenn der keinen eigenen Willen hat, kann er fürs Allgemeinwohl kämpfen. Irgendwie so stellt sie sich das vor. So, Schutzschalter. Gut. Und jetzt müssen wir den Hauptschalter umlegen. Drei Schalter für ein einziges Licht. Oh, warte. Das, den Dingsbums da. Den hacke ich auch noch. Munitionsautomat. Okay, dann nicht. Seid ihr jetzt zufrieden, Sicherheitsroboter? So, nicht so viel. Wir haben Splittergranaten. Okay, da haben wir überall genug. Heckpfeil ist dann eh ausverkauft und Autoheckpfeil auch ein. Wieder das ganze Geld ausgegeben. Mini-Geschütz. Okay. Okay, da sind wir reingekommen. Ah, da müssen wir jetzt... Okay, jetzt schalten wir das Licht ein. Hauptschalter. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam. Raptures hellste Köpfe. Ein williges Subjekt. Also... mich. Und Licht. Oh mein Gott, was... War das gerade ein riesiger das, Kopf? Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Oh mein Gott. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken.
Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe ihnen eine Probe hinterlassen, damit sie wissen, wonach sie suchen müssen. Oh, okay. Deswegen wächst eine Blume. Geheim durchsetzte Pflanze. Einsammeln. Nein, nein. Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Das will ich auch gar nicht. Scheiße! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, die habe ich voll erforscht, toll. Oh, was anderes. Okay, einer ist tot. Okay, zwei sind tot. Okay, bis zum nächsten Mal, tschüss.